Rase nach Berlin mit der Laura Hottenrott. Erzähl mal, nächstes Jahr steht ja etwas ganz Besonderes im eigenen Land an. Ja, die EM in Berlin, im Marathon. Was bedeutet dir das, dass man hier die Chance hat, ja, unter heimischer Kulisse oder heimischem Publikum da an den Start zu gehen? Also erstmal eine riesige Motivation, jetzt alles zu geben, um dann da an der Linie zu stehen. Und wir haben in Deutschland viele starke deutsche Frauen im Marathon und deswegen, denke ich, sind wir da sehr gut aufgestellt. Worauf legst du persönlich Wert im Training? Also erstmal jetzt gute Grundlagen zu schaffen. Also das mache ich einerseits auf Langlaufskiern. Okay, Langlaufskiern. Ja, okay, genau. Cool. Also eine Woche in der Schweiz und danach geht es in die Höhe nach Kenia. Mein erstes Mal Kenia, ich war noch nie in Kenia. Okay, also erstmal auf Höhe oder hast du da, warst du schon mal im Höhentrainingslager? Oder nee, ich war schon im Höhentrainingslager, aber noch nie so hoch, 2400 Meter und noch in Kenia. Okay. Dann werde ich auch noch viel alternativ machen. Okay, das heißt, also neben Ski jetzt? Genau, das heißt Aquajoggen am Morgen. Okay. Mache ich nicht ganz so gerne, aber muss auch mal sein. Okay. Und gerne tue ich aber Radfahren. Also Radfahren will ich auch weiterhin viel einbauen. Dafür muss das Wetter nur etwas besser werden. Das ist jetzt im Winter schwierig, aber dann, sobald es das zulässt, dann steige ich auch viel aufs Rad. Und nach dem Marathon dann irgendwann Triathlon hört sich danach an? Nee, ich mag eigentlich im Schwimmen. Okay. Schwimmen ist nicht so meins. Also Kacheln zählen im Becken, nee. Also dann bleiben wir jetzt mal beim Marathon. Das heißt, ich bin der Meinung, am ersten Tag ist dann sogar der Marathon. Vielleicht am ersten Tag, am 7. August, steht der Marathon an. Wer begleitet dich jetzt auf dem Weg dorthin? Sag ich mal, wer unterstützt dich besonders? Ja, in erster Linie mein Vater. Mein Vater ist auch mein Trainer. Okay. Und wir sind zusammen mein Team und bereiten das zusammen vor. Und dann mein neuer Verein in diesem Jahr, der TV Wattenscheid. Und die Sponsoren an meiner Seite. Und meine Familie, meine Freunde. Ja, das Umfeld hier in Köln. Also das sind alles wichtige Leute, die mich auf dem Weg dahin unterstützen. Und alle verschiedene Sachen da, also verschiedene Wege der Unterstützung einbieten. Einerseits sportlich, andererseits sozial, finanziell. Ja. Fühlst du dich bereit für diese Mission? Ja, ich fühle mich bereit. Sehr gut, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ja, und wir drücken die Daumen und sind natürlich vor Ort, wenn du hoffentlich auch mit am Start bist. Ja.